Wann hast du das letzte Mal eigentlich Nein gesagt? Also Nein zu irgendeiner Aufgabe, zu irgendeinem Projekt oder Nein zur Überarbeitung? Stress wird heutzutage glorifiziert und Überstunden sind Standard geworden. Nachtschichten eigentlich en vogue. Irgendwas läuft doch da falsch. Ja, wir sind dagegen. Weil du musst erstmal gar nichts. Und wir glauben, das wichtigste Buch in deinem Leben sollte über dein Leben sein. Und deswegen haben wir ein guter Plan geschrieben. Ein guter Plan ist ein Terminkalender, ein Lebensplaner und ein Sachbuch. Genau. Und der Terminkalender hat natürlich nicht nur Platz für deine Termine, sondern auch für deine To-Dos, deine beruflichen, aber auch deine privaten. Darüber hinaus lernst du auch, was persönliches Glück für dich überhaupt bedeutet. Also was macht dich glücklich? Was sind deine Träume? Was ist für dich Erfolg? Brauchst du Erfolg, um wirklich glücklich zu sein? Das erstmal rauszufinden, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Genau, und um dem eigentlich näher zu kommen, haben wir halt die Texte. Die Texte sind nicht nur von uns, sondern halt vor allem von Freunden oder auch bekannten Persönlichkeiten, die Experten auf ihrem Gebiet sind, oder zumindest behaupten. Und Glücksforschung ist eines der Themen, Selbstorganisation oder auch Prokrastination. Stark. Richtig. Wir sind Jan und Milena. Und warum machen wir das eigentlich? Wir sind beide Gründer. Wir haben jeweils ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Bei Jan ist es vehement die nachhaltige Extremsportmarke. Und ich habe Original Unverpackt gegründet, ein Supermarkt ohne Einwegverpackung. Und das ist ziemlich hart, wenn man ein Unternehmen gründet und auch führt. Und man neigt dazu, sich da total zu verausgaben und auch sein Privates hinten anzustellen. Das ist natürlich auch nicht nur für Leute, die jetzt selbstständig sind oder ein Startup haben. Auch jeder, der einen festen Job hat, kann das nutzen, klar. Und du musst diese Kampagne natürlich weder unterstützen noch mit deinen Freunden teilen. Du tust das für dich. So. Also das heißt, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, dann kannst du es gerne unterstützen und dir den guten Plan auch holen. Oder du lässt es halt auch sein. Uns ist es egal, du machst es für dich. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Nein! Okay. Ich muss hier gar nichts machen. Ich kann so nicht arbeiten. Nimm das hier noch auf. Wie viel damit ist hier, junger Mann? Hat das überhaupt aufgenommen? Ja. Jetzt trinkst du es pur? Keine Zeit. Bis du genau die Sag einfach mal Nein. Genau. Oh, voll geil. Ey, ganz ehrlich, das war der beste Take, oder? Der war super. Achso.